Seid grüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Ghost of Tsushima, hier in unserer prächtigen Sakai-Clan-Rüstung. Ich kann mich gar nicht satt sehen an der. Finde ich, wie gesagt, bisher wirklich die geilste Rüstung vom Design her, sowie auch von den Boni, die man durch diese Rüstung bekommt. Also eine Win-Win-Situation, absolut. Wir werden jetzt in dieser Aufnahmesession ein paar von den Nebenaspekten des Spiels abschließen, beziehungsweise weitermachen. Einmal die Quest von unserem Freund Norio, dem Kriegsmönch, dem Kriegermönch, dem gut genährten Kriegermönch, das Obelix-Pendant. Ja, ich höre auf mit dem Quatsch. Wollen wir auf jeden Fall weitermachen, die Questline. Ich weiß ja nicht genau, wie viele Abschnitte dieser Questline wir jetzt noch in Kapitel 2 abschließen können. Es ist genau wie bei den Masako-Quests und bei den Ishikawa-Quests sind es 9 Teilquests dieser Questreihe. Und bisher haben wir 2 abgeschlossen und 2 weitere wurden uns angezeigt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir hier insgesamt 6 Stück oder so machen können. Von daher ein bisschen was ist da noch offen. Geister im Nebel ist jetzt hier der nächste Teil dieser Quest. Und ich stelle gerade fest, dass wir bei der Ausrüstung auf jeden Fall nochmal hier unsere das und das. Damit wir da nochmal ein bisschen was mehr kriegen, denn wir haben ja jetzt durchaus noch ein paar Sachen, die wir verbessern können. Vor allem die Rüstungen halt. Es ist richtig, wobei nur noch die Rüstung. Wenn ihr diese Banditen tötet, rächen sich andere. Hey ihr beiden, nicht streiten. Auch wenn das in jeder guten Ehe mal vorkommt, aber. Fürst Sakai. Was ist los? Mongolen sammeln sich in der Nähe. Bereit zum Angriff. Wir sollten zur Burg Kaneda fliehen. Flieht, und die Mongolen werden euch jagen. Keiner von euch wird die Mauern Kanedas erreichen. Aber unsere Hände bleiben sauber. Erzählt dem Dorf, was ihr fürs plant, Hotchi. Das will ich sehen. Norio, der achtgliedrige Pfad sollte euch wichtiger sein als die Meinung anderer. Erst lauft ihr Enjo nach, jetzt Fürst Sakai? Könnt ihr nicht selbstständig denken? Nehmt meines Bruders Namen nicht in den Mund. Genug. Norio und ich übernehmen das Kämpfen. Der Rest kann sich verstecken. Ich verstecke mich nicht. Ich töte nicht. Aber ich bin kein Feigling. Wow. Habt ihr das Doppelkinn von Norio gesehen? Nur damit alleine schon kann er die Mongolen in die Flucht schlagen. Er kann sie zermalmen damit. Ich sehe mich im Dorf um. Mal sehen, was wir schnell zur Verteidigung aufbauen können. Schaut alle um euch. Macht euch bereit zum Verstecken. Eines dieser Dächer sollte gehen. Steige im Dorfzentrum auf ein Dach, okay. Dann machen wir das mal. Und dann, wie gesagt. Hergehört. Ihr müsst euch alle hier versammeln. Bringt eure Familien. Schnell. Spähen. Hier, perfekt. Keine Mauern. Die Mongolen können von überall her angreifen. Na, ja, das ist kein besonders guter Ort, um ihn zu verteidigen. Gehen wir in den Sumpf. Verirren sich die Leute. Werden getrennt. Leichte Beute. Ein Tempel. Dort können sie sich verstecken. Gibt es sonst noch in... Ah. Räuchergefäße. Ein bisschen Schwarzpulver in den Weihrauch. So wird der Rauch schön dicht. Und reicht als Deckung. Norio und Hotchi bringen alle zum Tempel. Ich kümmere mich hier um die Mongolen. Dann geben sie mir die Schuld, nicht den Dörflern. Sprich mit Norio. Alles klar. Mein Herr, wir haben alle versammelt. Sehr gut. Bringt sie zum Tempel. Ich lasse euch nicht allein kämpfen. Wenn die Mongolen zum Tempel kommen, wer beschützt diese Leute? Ich tue, was ihr sagt. Haltet die Naginata bereit. Ich schulde euch einen Krug Sake für Hotchis Gesellschaft. Hergehört! Mongolen kommen hierher. Folgt mir zum Tempel. Auf die Mongolen wartet der Zorn eines Samurai.
Bitte, herhören! Tut, was Norio sagt! Wir suchen Unterschlupf im Tempel! Und ab im Gänsemarsch. Wir bereiten die Räuchergefäße vor. Schnell! Alle Mann zum Tempel! Bewegung! Nein, 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 warte mal. Da waren schön Vorräte, die brauchen wir auf jeden Fall. Alle zum Tempel! Bewegung! Ah ja, hier auch. Also sie waren zu faul, die Animation für das Reinwerfen des Schwarzpulvers zu machen und haben deswegen einen Blackscreen eingebaut. Wow. Das ist auch Next Level Bullshit, ey. Genauso wenig, wie sie Bock hat, Jugendliche ins Spiel einzubauen. Es gibt nur Babys und alte Menschen. Beziehungsweise Erwachsene. Bin ja mal gespannt, was für Mongolen das sein werden. Wahrscheinlich auch wieder die Blauen. Für die wir ja eigentlich schon mittlerweile viel zu stark sind. Ich brauche eine Stelle am Dorfrand zum Warten. Ich finde einen Ort, um auf die Mongolen zu warten. Warum brauche ich eine Stelle am Dorfrand eigentlich? Kann mir das mal einer erklären? So richtig einleuchten will mir das jetzt gerade nicht. Ah. Na, dann warten wir hier mal ein paar Stunden. Ein paar gemütliche Stunden. Ich muss die Räuchergefäße entzünden. Hoffentlich mögen die Mongolen Rauch. Ich bin für ein Kettenattentat. Oh, da vorne. Einen brennenden Pfeil. Warte mal. Ging es jetzt nicht so, dass man mal in der... Hä? Hatte ich nicht geskillt, dass man jetzt automatisch alle Speerangriffe abwehrt? Irgendwie war mir so. Aber offensichtlich ja doch nicht. Was ein wenig schade ist. Schon der Hammer. Und Megumbe, ja, zum Naja, hoffentlich ist da jetzt nichts passiert. Aber, naja, der Ansturm der Mongolen war jetzt nicht so wirklich beeindruckend. Von daher gehe ich durchaus davon aus, dass sie die Dorfbewohner gut verteidigen konnten. Oh, Scheiße. Norio, Fürster Kai! Ah!
Sehr schön. Geistkampfhaltung perfekt eingesetzt, würde ich sagen. Norio, geht's dir gut? Was ist passiert, Norio? Ich habe gekämpft. Ein Mongole schlich sich von hinten an. Nein, Hochi! Hochi warf sich zwischen mich und seine Waffe. Ihr beide seid tapferer als viele Samurai, die ich kenne. Hochi. Lasst mich gehen! Ich verrate mich! Ich wusste nicht, dass er hinter mir war, bis ich den Schrei hörte. Ehe ich mich umgedreht hatte, war er tot. Ihr tragt keine Schuld. Norio. Immer wenn sie den Deckel der Grube hoben, wurden wir geblendet. Diesmal stank einer von ihnen nach Sake. Ich fühlte Hände, die mich hochzogen, aber mein Bruder stürzte sich auf sie. Er war hungrig, verwundet, aber er kämpfte. Er kämpfte so sehr. Norio, ihr müsst das nicht. Doch, ich muss. Sie ließen ab von mir und nahmen Enjo. Sie holten meinen Bruder. Alle Männer, die nach Süden ritten vom Zedern-Tempel. Alle tot. Außer mir. Sie verdienen zu leben, aber ich verdiene den Tod. Ich dachte genau dasselbe nach Komoda. Viele Male. Ich weiß nicht, warum wir überlebten, Norio. Aber wir leben. Und diese Menschen zählen auf uns. Mehr haben sie nicht. Die Menschen von Akashima sind am Leben dank euch. Vergesst das nicht. Denn sie tun es auch nicht. Sehr gute Ansage. Sehr, sehr gute Ansage, Jin. Er ist wirklich sehr, sehr weise. Und Norio sehr, sehr hart zu sich selbst. Talisman der Unbeugsamkeit, Teil 2. Oder Teil 2 ist auch geil. Als würde ich ein Buch lesen. Nur wer würdige Ambitionen hat, darf dieses Stirnband anlegen. Seide haben wir dazu bekommen. Hochi. Ich werde dich nicht vergessen. Darauf mein Wort. Ja, dann haben wir hier die Geburt des Leids. Beim Kushi-Tempel. Ich habe auch Angst. Ruhe in Frieden. Ich kapiere das gerade nicht mit der Schnellreise, warum die nicht geht schon wieder. Norio meinte, ein Tempel in Kushi braucht unsere Hilfe. Jo, hab ich auch gehört. Da wollte ich ja jetzt auch eigentlich hin. Ah, okay, jetzt geht die Schnellreise wieder. Na gut. Vom Fuchsbau aus ist es nur ein Katzensprung. Die Geburt des Leids beim Kushi-Tempel. Der vierte Teil von Norios Questline. Ein Kampf im Kushidera-Tempel. Die Mönche sind in Gefahr. Oh, scheiße. Nicht mal davor Norio, schrecken die Mongolen zurück. Da vorne.
Du hast meine Serie abgebrochen! Mein Herr, seht euch das an! Der Kushidera-Tempel verdient Anbetung, kein Blutvergießen. Jahrhunderte der Weisheit liegen in diesen Mauern. Und die Mongolen wollten alles einfach niederbrennen. Der Angriff war nicht grundlos. Der Tempel gibt Menschen Hoffnung. Der Abt hat aufgefordert, für einen großen Sturm zu beten, der die Invasoren fortspült. Nun ist der Abt verschwunden. Und die Barbaren haben die heiligste Reliquie in Toyotama gestohlen. Eine Statue von Buddha zur Feier der Tempelgründung. Mein Bruder wäre eingeschritten. Er hätte den Mönchen Hoffnung gegeben, bevor sie flüchteten. Dann ehren wir sein Vermächtnis und retten den Tempel. Die Mongolen stahlen die Buddha-Statue aus der Haupthalle. Und der Abt? Er und sein Gefolge sind geflohen. Ich hoffe, sie sind in Sicherheit. Wir müssen also Spuren suchen, die uns auf die Spur der Buddha-Statue führen. Ich sehe nach den Mönchen. Hallöchen. Ach, das war schon die Quest. Hä? Was war denn das für eine Quest? Das habe ich jetzt irgendwie überhaupt nicht kapiert. Die wurde ja. Ich geriet in einen Kampf als Nori und die Mönche des Kushi einen mongolischen Angriff abwehrten. Leben wurde ausgelöscht und konnte ich die Mongolen zurückdrängen und ein paar der verbliebenen Mönche retten. Tatsache. Das war schon die Quest. Ja, na gut. Okay. Dann machen wir jetzt als nächstes das Blutsutra. Die fünfte Quest. Ich hoffe, Abt Komai ist sicher. Der Abt ist aus dem Zedern-Tempel. Warum kam er hierher? Um den Mongolen in Toyotama zu trotzen. Aber als sie angriffen, floh er. Der Kampf war chaotisch. Die Verfolgung könnte schwierig werden. In der Nähe ist ein Hof, der den Tempel versorgt. Dort fangen wir an. Also dem Abt folgen. Das Blutsutra. Erreiche das Kojimizu-Gehöft. Ah ja. Ich war dort. Die Mongolen hatten es eingenommen. Ich habe dem ein Ende gesetzt. Dann hat der Abt eine Zuflucht gefunden. Ich erinnere mich, dass Abt Komai schon einmal vermisst wurde. Eine Fehde der älteren Mönche hatte den Tempel entzweit. Worum ging es bei dem Streit? Ich weiß es nicht mehr, aber damals schien es wichtig zu sein. Der Abt war eine Woche verschwunden. Alle waren mit der Suche beschäftigt. Was war passiert? Er hat sich vor uns versteckt. Wir stritten nicht mehr, weil wir ihn suchten. Hat das die Sache nicht verschlimmert? Er hat uns gezeigt, dass unser Streit nicht so wichtig war, wie wir dachten. Das hätte er einfach sagen können. Der Abt sagt immer, wenn niemand zuhört, dann lässt er Taten sprechen. Ja. Warum sollte man das auch nicht so machen? Wenn auch niemand zuhört, muss man irgendetwas tun, um die Aufmerksamkeit aller Leute zu erringen, damit sie zuhören. Allein der Abt hält den Kushidera-Tempel noch zusammen. Wenn ihm etwas zustößt, werden die Mönche Kushi verlassen. Bestimmt finden wir Abt Komei dort. Na, hoffentlich. Wenn es das Einzige ist, was die Mönche da hält, dann müssen wir das wohl oder übel irgendwie schaffen. Benkeis Fälle. Und jetzt sind wir beim Gehöft angekommen. Die armen Mönche. Meine Herren, ihr kommt zu spät. Ich kann es Wo nicht ist der Abt? Er versteckte sich in diesem Haus. Sie brannten es nieder. Was stimmt mit den scheiß Mongolen nicht? Ja, ich weiß, es ist komisch, dass ich mich das jetzt auf einmal frage, nach 30 Folgen.
Naja, verkohlt sieht er jetzt nicht aus. Auf der Flucht vor dem Feuer getötet. Der Abt ist nicht bei Ihnen. Seht drin nach. Vielleicht haben sie den Abt aber auch gefangen genommen. Lebendig verbrannt. Lorio. Ist das der Abt? Diese Hunde lieben Feuer, oder? Das ist nicht der Abt. Nur einer seiner Anhänger. Sucht weiter. Wasserfässer. Umgekippt. Ein Strohbett. Feucht. Könnte sich der Abt gerettet haben? Er hat sich mit nassem Stroh geschützt. Und ist hinten raus. Vielleicht hat er überlebt. Nicht dumm, der Abt. Nicht dumm. Wer immer überlebt hat, ist dort lang. Dann gibt's noch Hoffnung. Folgen wir den Spuren. Die Abdrücke sind tiefer, weiter auseinander. Er ist gerannt. Und hier nicht mehr. Hier sind sie nicht mehr weit auseinander. Hier sind wieder keine. Und da sind sie auf einmal wieder. Hä? Stellt euch! Erledigt. Kehre zu den Spuren zurück. Da. Hier. Jemand wurde hier verwundet. Folgt dem Blut. Schnell, mein Herr. Ach du meine Güte, das könnte der Abt sein. Nicht gut. Sie haben am Rand des Wasserfalls gesehen. Hat sich der Abt hier errunden? Nein. Mehr Blut. Er ist gesprungen. Ah, hier ist eine Höhle oder sowas. Jo, der hat sich hier hinter versteckt. Blut auf den Felsen. Ist das eine Höhle? Nein. Abt Komei. Nein. Ist er... Tut mir leid, Norio. Ohne seine Führung werden die Mönche gehen. Und der Tempel wird fallen. Die Mongolen haben gewonnen. Was ist da neben ihm? Ein Lotus-Sutra. Verfasst im Blut des Abts. Seine letzte Tat. Wie ein Samurai-Totengedicht. Die Bedeutung des Sutras ist, wir können alle Buddhas sein. Vom niedrigsten Bauern zum größten Adligen. Geschrieben im letzten Atemzug. Nicht für ihn selbst. Sondern für die Hinterbliebenen. Zeigt das Sutra den Mönchen. Wenn sie die Hingabe des Abts sehen, könnten sie bleiben. Vielleicht kann man das auch so verstehen, dass der Abt meint, dass jeder seinen Platz einnehmen könnte. Zum Beispiel eben auch Norio. Um den Mönchen eine neue Leitfigur zu sein. Könnte auch sein. Und dies ist das Sutra, das der Abt mit seinem eigenen Blut schrieb. Ein letzter Akt der Hingabe. Ein Aufruf gegen die Grausamkeit. Ein Ruf zu bleiben, nicht aufzugeben. Wir werden das Opfer des Abts ehren, Norio. Der Kushi-Tempel darf nicht fallen. Einst rettete uns Enjo, der Wächter.
Jetzt haben uns sein Bruder und Fürst Sakai erneut gerettet. Und gemeinsam besiegen wir die Mongolen. Okay, das ist schon mal nochmal gut gegangen. Ist die Frage, wie diese gesamte Geschichte jetzt ausgeht und was dann noch alles passiert. Wir haben einen weiteren Technikpunkt erhalten. Talisman der Resistenz 2. Jetzt müssen wir die Buddha-Statue finden. Ja. Definitiv. Genau, hier haben wir die Norio Quest 6. Und ich würde sagen, die machen wir jetzt auch als nächstes. Was wollen die nur damit? Hey ho, Mönch. Oh, warte mal, da sind Vorräte. Vorräte. Die Statue war hier. Ja, mein Herr. Die Mongolen stahlen unseren heiligen Buddha und ritten zur Küste. Wir finden die Statue und retten diesen Tempel. Nicht einmal euer Bruder konnte dieses Versprechen halten. Was ist denn passiert? Mein Bruder starb durch ein Mongolenschwert. Enjo, der Wächter, stirbt und diese Mönche wollen einfach so alles aufgeben. Sie sind Feiglinge. Sie sind Menschen. Enjo fürchtete gar nichts. Er war nicht mal 20, da rettete er den Tempel vor Banditen. Nun liegt es an uns. Und deswegen holen wir diese Statue zurück. Die Ursache des Leids. Reise mit Norio. Und zum Tempel zurückbringen. Der Mönch sagte, sie bringen ihn zur Küste. Wir können ihre Spur aufnehmen. Zu Fuß? Ich wollte gerade sagen, doch nicht zu Fuß. Das ist dein Pferd. Sorry. Wo ist mein Pferd? Ey. Ihr seid wütend. Woher wisst ihr das? Ihr seid so still. Es ist dieser Mönch. Er weiß nicht, wie mein Bruder Kushidera wirklich gerettet hat. Meines Wissens handelte Enjo allein. Nur nach der Legende. In Wahrheit befahl er seinen drei tapfersten Mönchen, die Banditen zu provozieren. Eine Ablenkung. Ein Opfer. Sie starben im Kampf, doch sie verschafften Enjo genug Zeit, die Banditen zu flankieren und den Tempel zu retten. Okay. Und warum redet dann niemand von diesen Mönchen? Mein Herr, Mönchen? So kalt. Ach du Scheiße. Das ist Tomoes Pfeil! Was ist passiert? Ich bin den Mongolen gefolgt. Habe sie angefleht, uns den Buddha zurückzugeben. Wo sind sie hin? Aus dem Wald. Richtung Lüge. Möge euer nächstes Leben friedlicher sein als dieses. Und nun er gab Norio sein Leben für seinen Tempel, wie mein Bruder. Ihr tätet dasselbe. Richtung Hügel, also in diese Richtung. Ein Mongolenlager. Die Statue muss dort sein. Erst bestrafen wir sie für den Angriff auf den Tempel. Warte mal, ist das... Ah, nee, das hatte ich schon mal irgendwann erobert. Na, wie viele sind es? Ach, fuck. Der eine Typ hat mich gut verarscht.
Bist du der Einzige, der noch zwischen mir und dem Sieg steht? Oh. Sucht nach der Statue. Artefakte der Mongolen? Nun, das ist auf jeden Fall kein Buddha. Finde die Buddha-Statue. Irgendwo muss sie ja sein. Vielleicht hier drüben? Stahl. Oh. Spuren. Etwas Schweres. Es wurde geschleift. Hinüber zum Wasser. Da. Da ist sie. Ach du meine Güte. Gefertigt aus einem Stern, der vor Jahrhunderten vom Himmel gefallen ist. Wunderschön. Auf der Insel gibt es nichts Vergleichbares. Bringen wir sie zurück zum Tempel. Krass. Ich habe eine viel kleinere Statue erwartet jetzt, aber gut. Das wäre irgendwie auch unsinnig. Enjo wurde zum Wächter, als Banditen den Tempel angriffen. Sie wollten diese Statue. Sie ist unbezahlbar. Bestimmt haben schon viele versucht, sie zu stehlen. Wie viele müssen zu ihrem Schutz noch sterben? Ihr wollt, dass sie geraubt wird? Nein. Doch der Tempel birgt viele Schätze. Das schürt Gier und Neid. Fürst Shimura zeigte sie mir, als ich klein war. Ich war sicher, dass der Bildhauer Buddha persönlich kannte. Als ich klein war, kam meine Familie hierher, um ein Opfer für das neue Jahr darzubringen. Da beschlossen Enjo und ich, Mönche zu werden. Früher wusste ich, wofür ich kämpfe. Wir kämpfen für unsere Heimat. Mag sein. Wofür denn auch sonst? Die Ursache des Leids abgeschlossen. Die sechste Quest aus der Norio-Quest-Linie. Talisman des Wohlseins 2. Das Ende des Leids. Das ist dann die siebte. Schauen wir uns diese Quest nun auch noch an. Wenn er mal aufhören würde, wegzugehen. Mein Herr! Nicht so schreien, Mensch. Ich stehe doch neben dir. Habt ihr mit den Mönchen gesprochen? Ihre Entschlossenheit wächst, doch sie fürchten auch die Mongolen. Sollten sie auch. Wo sind denn alle? Am Fluss. Baden. Wäsche waschen. Wer kommt denn da zum Tempel? Seht, ein Mongole mit Todeswunsch. Er ist allein. Hören wir erst, was er will. Der Geist und der Bruder des Wächters! Ich überbringe eine Nachricht. Sprich! Der Geist und die Mönche haben dem Willen des Khans getrotzt. Ergebt euch und wir verschonen diesen Ort. Weigert euch und alle werden brennen. Wir ergeben uns niemals. Dann werdet ihr sterben. Die Mönche beim Fluss, sie sind schutzlos ausgeliefert. Dann werden wir sie beschützen. Ah, ich kann nicht. Der Buddha, das Sutra des Abts. Sind sie mehr wert als das Leben dieser Mönche? Ich schaffe das nicht allein. Die Jahrhunderte Doch. Des Wissens liegen in diesem Tempel. Er darf nicht verbrennen. Doch die Mönche lasst ihr brennen. Ich sterbe für diesen Tempel. Tut, was ihr tun müsst. Dann bleibt hier. Ich suche die Mönche am Fluss und bringe sie zurück.
Puh. Naja, hoffentlich lebt er dann noch, wenn wir wiederkommen. Was ist dieser Ort schon ohne die Mönche? Was bringt uns das Sutra des Abts und die Statue, wenn hier niemand mehr ist, der sie anbeten kann? Der ihr Vermächtnis weiterträgt. Autsch. Sprich mit dem Mönch. Die Mongolen kommen! Schnell weg vom Fluss! Sie kommen tatsächlich. Von wo? Von wo? Na, Trabuzuk, da lang! Da! Okay. Friss das. Lorio. Lorio. Jagd die Mongolen zurück. Es sind ziemlich viele, muss ich sagen. Wir müssen noch einen töten. Dann können wir das hier machen. Werden zum wahren Schlechter. Aber brennt jetzt der Tempel? Er hat den Tempel verlassen. Norio. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Auch wenn wir das hier ohne Probleme alleine geschafft hätten, aber hey. Lorio, was tut ihr? Der Tempel ist schutzlos. Tempel kann man reparieren. Leben nicht. Wir beschützen die Mönche bei der Pagode. Ich folge euch. Ihr alle, kommt mit uns. Führe die Mönche zum Haupttempel zurück. Kommt. Sind die Teufel... Okay, ich hinterfrage nicht, was ich da sehe. Ich mach das extra hier mit den krassen Umwegen, um die Mönche zu verwirren. Die folgen mir auch gerade gar nicht mehr. Wo sind die denn? Vorne, wo stehen die noch rum? Aber warum denn? Ja, komm mit. Ach, hier soll ich tatsächlich auch lang. Na gut. Oh nein. Mongolenschweine. Schweine.
Nein. Es sind so viele. Alter, wie viele Mongolen? Fuck. Noch mehr Mongolen. Wow. Okay, der hat mich richtig krass erwischt. Okay, es sieht nicht besonders gut aus gerade. Was ist denn jetzt hier los? Rustakai, ich brauche euer Schwert! Ich kann nicht mehr! Ja, ich auch nicht. Wow. Wow, einfach nur wow. Ich brauche euer Schwert! Ich bin tot. Merkst du es nicht? Junge! Also richtig, richtig hart gerade. Die schiere Menge der Mongolen ist unfassbar. Oreo. Mein Herr! Alter, was ein Schlachtfest. Eine herbe Niederlage für die Mongolen. So schnell kommen die nicht wieder. Die Mönche vergessen nie, was ihr für sie getan habt. Nicht ich allein, Norio. Nein, doch hätte ich nicht auf euch gehört, wären viel mehr tot. Was werdet ihr jetzt tun? Ich kehre zurück in den Zedern-Tempel. Wir brauchen Orinaginata noch, um die Invasoren zu vertreiben. Die bekommt ihr. Und mein Tempel wird euch im Norden ein starker Verbündeter sein. Ich treffe euch dort. Ja, damit haben wir jetzt diese Questreihe im Prinzip auch erfüllt für diesen Teil. Der Buddha. Für den zweiten Akt. Mein Bruder wurde zum Wächter ernannt, als er diesen Tempel rettete. Hätten wir die Statue nur retten können. Die letzte Lehre der Statue. Rette, was du kannst. Doch wisse, dass alles vergänglich ist. Sonderlich schön ist sie jetzt nicht mehr. Aber ein guter Lehrmeister.
Durchaus, ja. Das Ende des Leids. Abgeschlossen. Talisman der Standhaftigkeit. Stirnband des heiteren Sommers, erfrischend wie eine Meeresbrise im Sommer. Und wir haben wieder Seide erhalten. Und jede Menge Vorräte, sodass wir da jetzt wieder auf 700 angestiegen sind. Aber nochmal, hell no, was für eine Schlacht. Unglaublich. Das war wirklich unglaublich.